Hallo zusammen und willkommen zurück zur Satzgruppe des Pythagoras. Wir sind ja immer noch mit der Bestimmung der Hypotenuse beschäftigt. Im Teil davor haben wir das Schritt für Schritt gemacht. Das heißt, wenn wir eine Aufgabe hatten, haben wir erstmal den Satz des Pythagoras für diese Aufgabe formuliert, haben dann die Längen eingesetzt, haben dann zusammengefasst bzw. umgestellt und sind dann zu einem Ergebnis gekommen. Das war ein etwas längerer Weg und natürlich geht das auch etwas kürzer. Mit einer Lösungsformel und um diese Lösungsformel geht's in diesem Teil. Für die Lösungsformel müssen wir natürlich erstmal eine Herleitung machen und darum geht's jetzt als erstes, die Herleitung einer Lösungsformel. Worum geht's da? Das schreibe ich mal kurz hier hin. Für die Bestimmung der Hypotenuse h kann schnell und einfach eine praktische Lösungsformel hergeleitet werden. Okay, wir wollen also die Hypotenuse h bestimmen. Dafür brauchen wir als allererstes mal eine kleine Skizze. Da haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Damit auch jeder glaubt, dass es rechtwinklig ist, mache ich hier mal ein kleines Symbol. So, da ist der rechte Winkel. Und beschrifte die verschiedenen Seiten. Und zwar brauchen wir natürlich einmal die Katheten. Ihr erinnert euch sicher, die Katheten waren die beiden Seiten, die den rechten Winkel eingeschlossen haben. Also in dem Fall diese Seite. Die nenne ich mal K1 für Kathete 1. Da steht's. Und diese Seite, die nenne ich mal Kathete 2 oder K2. Da ist es. So, naja, die Seite gegenüber dem rechten Winkel heißt natürlich Hypotenuse. Und wir haben hier oben schon erwähnt, die Hypotenuse soll H heißen, also schreibe ich das hier ran, H. So, jetzt wollen wir dafür eine Lösungsformel herleiten für die Hypotenuse H. Das heißt, ich schreibe mir als allererstes mal wieder auf den Satz des Pythagoras für dieses Dreieck. Und da hole ich mir als allererstes wieder unsere Wortschablone her. Wie lautete die? Das ging so, Kathete 1 zum Quadrat plus Kathete 2 zum Quadrat ist gleich Hypotenuse zum Quadrat. Und da kann ich natürlich direkt hier die Buchstaben für einsetzen, die ich hier als Beschriftung genommen habe. Das heißt, für Kathete 1 Quadrat setze ich K1 Quadrat plus für Kathete 2 zum Quadrat setze ich K2 Quadrat, also K2 Quadrat, ist gleich, naja, und für Hypotenuse zum Quadrat setze ich natürlich H zum Quadrat. So, jetzt möchte ich natürlich nicht wissen, was ist H Quadrat, sondern ich möchte ja eine Formel für die Hypotenuse H haben. Das heißt, das Quadrat stört mich noch so ein kleines bisschen. Wie bekomme ich das weg? Naja, die Gewieften unter euch, die kommen sicherlich von allein drauf. Da ziehe ich einfach die Wurzel, also Rechenstrich, Wurzel ziehen, weil wir wissen ja, Quadrat und Wurzel heben sich gegenseitig auf. Das heißt, wenn ich hier bei h Quadrat die Wurzel ziehe, bleibt h übrig. Jetzt gilt natürlich alles hinter diesem Rechenstrich auch für die linke Seite der Gleichung, also auch für k1 Quadrat plus k2 Quadrat. Davon kann ich jetzt nicht einfach die Wurzel ziehen. Man könnte denken, hey, die Wurzel von k1 Quadrat ist doch k1. Ich dachte, Quadrat und Wurzel hebt sich weg. Ja, das stimmt schon, aber wir haben ja hier eine Summe stehen. Wir haben hier nicht k1 Quadrat alleine stehen, sondern wir haben hier k1 Quadrat plus k2 Quadrat stehen. Das heißt, die Wurzel darf nicht einfach von beiden Teilen einzeln gezogen werden, sondern wir müssen die Wurzel drüber schreiben, über das k1 Quadrat plus k2 Quadrat. Also auf der rechten Seite ist es einfach, da bleibt h stehen. Auf der linken Seite bleibt leider eine Wurzel aus einer Summe stehen. Ich zeige das kurz. Da haben wir die Wurzel drüber geschrieben. In der Wurzel steht genau dasselbe drin, was hier oben auch steht, nämlich k1 Quadrat plus k2 Quadrat. Dann geht die Wurzel zu und da steht hinter ist gleich h. Okay, was haben wir jetzt davon? Naja, wir sind eigentlich fertig, weil wir haben eine Formel für h. H steht alleine auf einer Seite der Gleichung und auf der anderen Seite, da stehen verschiedene Parameter, in unserem Falle K1 und K2, also die beiden Katheten. Das heißt, wenn ich die ganze Sache jetzt schön formuliere und einen Kasten drumherum machen, haben wir schon eine Formel für H. Das machen wir mal. Für ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten K1 und K2 lässt sich die Hypotenuse H mit Hilfe der folgenden Formel berechnen. Und da schreibe ich einfach diese Formel hier ab. Gut, ich drehe sie einmal um, schreibe sie etwas dichter zusammen und mache einen schicken Kasten drumherum. Und dann steht das hier da. H ist gleich Wurzel aus K1 Quadrat plus K2 Quadrat. Ist genau dasselbe wie das, was hier stand, nur umgedreht und schön kompakt geschrieben.
einen schönen grünen Kasten drumherum, damit wir wissen, aha, Achtung, ist was Wichtiges, ist eine Formel. Und schon haben wir eine Lösungsformel für die Hypotenuse H. Wie die jetzt anzuwenden ist, das machen wir in zwei kleinen Beispielen. Anwendungsbeispiele zur Lösungsformel. Und damit wir sie nicht vergessen, schreibe ich sie gleich hier nochmal hin. Formel zur Bestimmung der Hypotenuse. Zack, da ist sie. H gleich Wurzel aus K1² plus K2². Die brauchen wir jetzt. Und als erstes Beispiel nehmen wir uns natürlich ein rechtwinkliges Dreieck. Da ist der rechte Winkel. Und ich schreibe mal ein paar Bezeichnungen ran. Und zwar soll diese Seite hier 3 cm sein. Diese Seite soll 5 cm sein. Und die Seite, naja, die verrate ich euch nicht. Die lassen wir auf x stehen. Das ist also eine unbekannte Größe. So, jetzt gucken wir uns die Sache mal an. Naja, die beiden Seiten, die ich kenne, also 3 cm und 5 cm, schließen ja den rechten Winkel ein. Das sind also unsere beiden Katheten. 3 und 5 cm sind die beiden Katheten. Naja, genau das brauchen wir ja hier für die Lösungsformel. K1 und K2 sind ja die beiden Katheten. Welche sind jetzt 3 und welche ist jetzt 5 cm? Das könnt ihr euch aussuchen. Das ist also egal, also ob K1 die 3 cm sind oder die 5 cm. Das ist egal. Was ist denn x? X liegt gegenüber dem rechten Winkel, ist also unsere Hypotenuse. Ja, und genau dafür ist die Formel ja da, um die Hypotenuse zu bestimmen, nur dass die hier nicht h heißt, sondern x. Das ist der einzige Unterschied. Okay, also wir können eigentlich sofort mit der Rechnung loslegen. Wir nehmen genau diese Formel hier, h ist gleich Wurzel aus k1² plus k2², nur mit dem Unterschied, dass unser h in dem Fall x heißt. Und für k1 setzen wir 3 cm ein und für K2 setzen wir 5 cm ein. Also steht dann da, x ist gleich Wurzel aus 3² plus 5². Ich habe hier der Einfachheit halber wieder die Einheiten weggelassen. Das ist okay, wenn man nicht vergisst, Achtung, wir rechnen hier in Zentimeter. Okay, was hilft mir das jetzt? Jetzt habe ich hier die Formel genommen und habe hier die Werte eingesetzt. Für h habe ich x genommen, für k1 3 und für k2 5. Wie geht's jetzt weiter? Naja, jetzt muss ich natürlich rechnen. Das heißt, 3² ist natürlich 9 und 5² ist natürlich 25. Das heißt, hier steht eigentlich, x ist gleich 9 plus 25. Okay, 9 plus 25 kann ich natürlich zusammenrechnen, das ist ganz einfach. Also steht da eigentlich, x ist gleich Wurzel aus 34. So, und jetzt muss ich den Taschenrechner bemühen. Das ist nämlich eine Wurzel, die kann ich gar nicht mehr im Kopf ziehen. Sowas muss es auch mal geben, gibt's auch in Arbeiten und in Tests. Eine Wurzel, die man nicht einfach im Kopf ziehen kann. Dann nehme ich den Taschenrechner, tippe ein Wurzel aus 34 und der spuckt mir was aus. Naja, folgendes. X ist gleich 5,83 gerundet. Wenn der Taschenrechner richtig anzeigt, dann geht's dann hinter natürlich noch weiter, da kommen noch ein paar Ziffern. Aber bei Zentimeter, da reicht es dicke und bei weitem aus, wenn man auf zwei Stellen rundet. Eigentlich reicht sogar eine Stelle, aber wir sind mal hier übergenau. Wir sagen, okay, wir runden auf zwei Stellen hinterm Komma. Das heißt, 5,83 Zentimeter ist das Ergebnis für x. Da kommt ein doppelter Unterstrich drunter, damit man weiß, aha, da ist das Ergebnis. Und wir haben die erste Aufgabe gelöst. Ja, würde ich sagen, machen wir noch so eine. Ich hol mal noch ein Beispiel ran. Da haben wir eins. Da ist der rechte Winkel hier unten links. Und ich beschrifte das Dreieck mal wieder. Die Seite soll 2 cm sein. Und diese Seite hier, ja, auch Kommazahlen kommen vor, die soll mal 3,5 cm sein. Und diese Seite hier auf der anderen Seite, die nenne ich wieder x, die verrate ich euch nicht, die sollt ihr rausbekommen. Okay, ja, wie funktioniert das? Ich gucke mir die beiden Seiten nochmal an. 2 cm und 3,5 cm, diese beiden Seiten schließen ja den rechten Winkel ein. Also sind das die Katheten. Okay, das passt ja wieder. Für unsere Hypotenusenformel brauchen wir ja K1 und K2 und das waren die beiden Katheten. Welche davon die 2 cm und welche die 3,5 cm ist, ist wieder egal. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich schreibe mal hin, Rechnung. Ich setze also wieder
für h das x ein, das ist ja unsere Hypotenuse, und für k1 und k2 setze ich 2 und 3,5 cm ein. Machen wir mal. X ist gleich, Wurzel aus. Ja, ich habe offenbar k1 2 cm genommen, 2 plus 3,5 zum Quadrat, das heißt k2 ist offenbar 3,5 cm. Die Einheiten habe ich wieder weggelassen. Okay, jetzt müssen wir wieder rechnen. 2 zum Quadrat ist natürlich 4 und 3,5 zum Quadrat, entweder man kann es im Kopf oder man nimmt den Taschenrechner, sind 12,25. Also steht hier x gleich 4 plus 12,25 unter der Wurzel. So, jetzt kann man das noch addieren. 4 plus 12,25 ist natürlich 16,25. Und hier müssen wir wieder den Taschenrechner bemühen, weil Wurzel aus 16,25 kann man nicht im Kopf rechnen. Was kommt da raus, wenn man das eintippt in den Taschenrechner, Wurzel aus 16,25? Da kommt raus x gleich 4,03, wieder auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. Und nicht vergessen, die Einheit wieder hinten dran gehangen, Zentimeter. Und dann können wir die ganze Sache wieder doppelt unterstreichen, weil das ist unser Ergebnis. Zack, da steht's. Okay, ihr seht also schon, mit der Lösungsformel geht die Sache noch ein Tick schneller. Selbst diese vier Zeilen, die ich hier als Rechnung gebraucht habe jeweils, die kann man dann noch ein bisschen zusammenstauchen. Sicherlich kann man das hier teilweise im Kopf rechnen. Also könnte man das auf drei Zeilen zusammenbringen. Und dann haben wir schon eine ganz, ganz kurze Rechnung, um die Hypotenuse auszurechnen. Ich fasse nochmal zusammen, was haben wir hier gemacht. Ja, die Zusammenfassung ist recht einfach und recht kurz. Sind die beiden Katheten K1 und K2 eines rechtwinkligen Dreiecks bekannt, so lässt sich die Hypotenuse H mit folgender Formel berechnen. Und da haben wir die Formel benutzt. H ist gleich Wurzel aus K1² plus K2², Wurzel zu. Ja, und das ist eine Lösungsformel für die Hypotenuse. Mit der geht das super einfach und super schnell. Und ich würde mal sagen, so eine Aufgabe, so eine einfache, ist in dem Falle mit einer Minute gut belegt. Ja, im nächsten Video geht's dann los mit, wie berechne ich die einzelnen Katheten. Das heißt, wie kriege ich denn K1 oder K2 raus, wenn ich zum Beispiel H kenne oder auch eine andere Kathete. Aber dazu kommen wir dann. Ich sage danke fürs Zusehen und bis dann denn. Tschüssi.